letzten zwei Personen stehen also jetzt da. Leute, wer ist der Lügner? Wer ist die falsche Person? Wer hat alles ermordet? Wer ist an allem schuld, Leute? Ich glaube nicht, weiß es. Es ist Johanns Farbe, Leute. Herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und Ladies und Gentlemen, jeden Tag gibt es da draußen irgendwelche Mordfälle, irgendwelche Diebstähle, irgendwelche Verbrechen. Und deswegen klären wir heute wieder alle zusammen auf. Denn wir lösen heute wieder Mordfälle, Verbrechen, alles mit dabei. Ich brauche eure Hilfe. Ohne euch schaffe ich das nicht. Deswegen, Detektiv Marquis ist hier wieder da. Und erstmal ab ins Polizeiauto. Alles klar, ja. Wieso mache ich das jedes Mal? Wenn euch dieses Format gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Und ganz wichtig, wenn ihr auch jedes Verbrechen lösen wollt und wenn ihr neu seid auf diesem Kanal, dann hast jetzt ein kostenloses Abo da. Denn dann bekommt ihr nicht nur jeden Tag umsonst ein neues Video, sondern ihr könnt alle Verbrechen lösen. Ihr seid immer sicher, die Marke Gang beschützt euch. So sieht's aus, Mann. Keiner kann euch was antun. Unter mir steht abonnieren, wenn das rot leuchtet. Einmal draufklicken. Kuss geht raus an jeden, der das gemacht hat. Let's go. Lösen wir das erste Verbrechen. Es geht los. Da war eine Weltmeisterschaft, Kämpfe in der Stadt. Keine Ahnung, was das für ein Satzbau ist. Egal. Zwei berühmte Boxer, Martin Rocks und Greg Stewart, haben gegeneinander gekämpft. Plötzlich fiel Martin um und starb. Ladies und Gentlemen, das geht nicht mit rechten Dingen zu, obwohl Greg ihn nicht einmal berührt hatte. Wir sind da. Polizei, wir sperren ab. Alles gut, wir sind da, wir sind da. Die Polizei kam sofort. Das sind wir. Hallo? Ladies and Gentlemen, bitte zur Seite gehen. Wir sperren alles ab. Die ärztliche Untersuchung ergab, okay? Schieß los, Doktor. Dass der Boxer vergiftet wurde. Okay, Leute, jetzt wird es spannend. Ich muss die Brille abziehen. Kommissar Fischer befragte alle Zeugen. Wir haben den persönlichen Koch, den Coach, die Freundin und fand mehrere Verdächtige. Dann gucken wir mal, was die zu sagen haben. Der Kommissar bat sie, ihre Taschen zu öffnen. Okay, wir haben hier beim Koch irgendwie einen Scheck. Bei der Freundin haben wir Wasser und Lippenstift. Wer vergiftete den Boxer? Ach nö, oh Gott, jetzt müssen wir gucken. Wir haben den Coach, der irgendwie Tabletten? Ich würde sagen, Leute, oh Gott, die Zeit läuft ja schon. Ich würde sagen, es war der Coach, weil da so Tabletten liegen und so. Beim Koch liegt nichts. Ich würde sagen, bei der Freundin auch nicht, ich würde sagen, der Coach war's. Der Coach, weil da so komische... Greg bestach Martins Koch. Oh mein Gott. 100.000. Ich hab's nicht gesehen. Und er vergiftete den Boxer. Es war der Koch. Ladies and Gentlemen, nein, der erste Fall. Und wir haben schon versagt. Das kann doch nicht. Nein. Wie soll schon wieder? Das ist doch nicht möglich. Der erste Fall des Tages. Der erste Mordfall des Tages. Wir müssen wieder öfters Mordfälle. Wir müssen das wieder öfter machen, Leute. Hand aufs Herz. Habt ihr das gerade richtig gehabt und ich schimpfe hier oben ab? Passt auf, ich setze die Brille jetzt auf und jetzt löse ich den nächsten Fall. Einfach, weil die Brille aufgesetzt ist. Es geht los. An einem Sommertag bekommt die Polizei von einen Anruf von Frau Stevens. Sie war eine sehr reiche Frau. Hoch, da muss ich schnell Brille nochmal. Stevens, hi, Meisterdetektiv Marky, freut mich. Sagte sie, dass ihr Haus ausgeraubt wurde? Nix Problemo, ich mache, ich löse. Frau Stevens, lad mich auf Kaffee ein, ich mache. Frau Stevens, war sich sicher, dass einer dieser Jugendlichen, der in ihrer Straße lebt, das getan hat. Ah, da haben wir es schon wieder, Alter. Der kleine Benny von nebenan, ne? Kommissar Fischer kam bald und befragte die Hauptverdächtigen. Nein, 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 Kommissar Marky kam. Ich war 2 Stunden im Swimmingpool. Huch, Susi? Für Susi sage ich auch nicht nein. Rachel, huch? Ich war in meinem Zimmer und malte mehrere Stunden ein Bild. Huch! Ja, Richard, du bist schuldig. Du interessierst mich nicht. Ich habe den ganzen Morgen im Hof... Ja, der Richard ist es. Der Richard ist es. Die anderen zwei... Oh, John haben wir auch noch. Ich habe zu Hause Gitarre gespielt. Ach, moin. Ja, gut. Jetzt bin ich verwirrt. Kommissar Fischer schaute auf ihre Hände. Jetzt bin ich verwirrt, Leute. Und ihm wurde schnell klar, wer der Lügner war. Ja, wieso? Ist das Rachel? Weil die da so ein bisschen Farbe drauf hat? Es muss ja Rachel sein, oder? Nein, es ist Richard. Ich sag trotzdem, Richard, ist mir egal. Richard, schau dir den an mit seinen Klimmzügen. Denkt auch, er ist der Boss. Richard, du bist es gewesen. Ist mir egal, was ihr sagt. Rachel würde ich normalerweise nehmen, aber ich sag Richard. Was? Was, Richard, ist richtig? Hatte er Spuren und Schwellen an den Händen, was? Richard ist richtig, Ladies und Gentlemen. Digga, ich dachte... es war auf jeden Fall geplant, Leute. Es war auf jeden Fall geplant. Es war nicht einfach nur, weil Richard mich getriggert hat, weil er Klimmzüge gemacht hat und versucht hat, meine Susi und meine Rachel wegzunehmen. Nein, Leute, so war das nicht. So war das auf keinen Fall, Leute. Ich habe das alles durchdacht. Ladies and Gentlemen, ich würde sagen, heute ist ein guter Tag. Master Detektiv Marky, wir sind am Schlüssel, Leute. Auf geht's, ab mit dem nächsten Rätsel. Roberts Frau Lisa wurde entführt. Lisa. Wir werden dich finden, Lisa. Alles, was wir machen, Hauptsache wir finden dich. Die Polizei begann mit der Suche, aber fand sie nicht. Okay, das sind wir. Schöne Lupe haben wir. Nach einem Monat bekam Robert eine Nachricht. Bring 500.000 zum verlassenen Lagerhaus.
Und du möchtest, dass sie am Leben bleibt. Robert lieh sich Geld von seinen Freunden. 500k auf die Tasche. Hand. Bam. Rich Friends hat er und ging zu dem Lagerhaus. Okay, Robert, geh doch nicht alleine. Alarmier doch uns, die Polizei. Wir wissen alles, Mann. Wir klären alles auf. Der Entführer nahm das Geld und ließ Robert rein. Okay, Leute. Jetzt rate mal, wer deine Frau ist. Och, nö, jetzt geht's los. Bruder, wer ist jetzt deine Frau? Wenn du recht hast, lasse ich euch beide frei. Bruder. Oh Gott, Ladies and Gentlemen, ich glaube, wir müssen jetzt erraten, wer die Frau ist. Wenn nicht, werde ich euch... Oh Gott, nein, das wollen wir nicht. Wir dürfen nicht sterben, Leute. Ich habe jetzt schon eine Favoritin. Welche von ihnen ist Lisa? Haben wir irgendein Merkmal? Ah, ich weiß es. Ich weiß es, Ladies and Gentlemen. Ich weiß, wer Lisa ist. Ich weiß es. Professor Markis Pech, ich habe gesagt, es liegt in der Brille. Ganz rechts. Ganz rechts ist Lisa. Wegen diesem komischen Muttermal. Passt auf, sie hat abgenommen. Boom! Ich wusste es. Die Brille. Ladies and Gentlemen, Mordfall ist geklärt. Yes, thank you very much for your Vertrauen. We lead the city, it's good to be back. Ich hab's euch gesagt, es liegt an der Brille. Ich hab euch gesagt, wenn ich die Brille aufhab, bam, jeder Mordfall wird gelöst. Märchenblick ist ein kleines, altes Hotel auf dem Land. Letzte Nacht gab es dort einen Mord. Wir sind da. Ein Hotelgast, Bob Bing, wurde in seinem Zimmer ge... Oh Gott. Bob, Bruder, wir sind da. Er war der einzige Gast in dieser Nacht. Was? Die Polizei befragte das Personal. David, der Hausmeister. Ich weiß nicht, ob es Zufall war, aber der Strom fiel aus in der Nacht wegen des Sturms. Okay, Bob, wir lösen das. Easy. Ich verbrachte eine Stunde im Keller und versuchte, den Grund für den Strom auch so herauszufinden und zu beheben. Julia, das Dienstmädchen, sagt, ich sprach über das interne Telefon mit einem Gast. Er schien verzweifelt zu sein und bat darum, ihn nicht zu stören und ihm nicht das Frühstück am Morgen zu bringen, okay? Und Nick, der Portier, sagt, Herr Bing war ein erfolgreicher und reicher Mann, er kam zu uns. Während des Mords suchte ich nach einem Automechaniker für ihn. Aha, der Automechaniker also. Wer ist der Mörder? Ladies and Gentlemen, ich glaube, ich weiß es. Ich würde persönlich sagen, die Mörderin ist die Frau in der Mitte, weil bei einem Stromausfall, wenn ein Sturm ist, sie nicht telefonieren kann. Deswegen würde ich sagen, die Frau in der Mitte ist es. Schauen wir, ob ich auch ohne Brille den Fall lösen konnte, Ladies and Gentlemen. Wir gucken. 3, 2, 1. Julia lügt, Baby! Ich wusste es, es liegt nicht an der Brille. Sie konnte nicht über das interne Telefon sprechen, ohne Strom. Meine Damen und Herren, niemand war im Hotel, also tötete sie den reichen Gast, um Geld zu stehlen. Julia, ich hab's gelöst. Wir sind back, Leute. CSI Marki. Oh, wir lösen jeden Fall. Every day, Saturday on RTL 2. Ohne Witz, RTL 2, wo bleibt meine Sendung? Morddetektiv Marki mit Marki Gang. Ohne euch würde ich es nämlich nicht schaffen, Leute. Ihr sitzt da draußen, ihr gebt mir die Tipps. Aber ey, das ist gute Quote. Sehr gute Quote bis jetzt. Moment mal, ich habe ja gerade gesagt, dass es nicht an der Brille lag. Ey, oh. Das heißt, ich habe den ersten einfach verkackt. Wir machen weiter mit dem nächsten. Hey, keiner von euch hat irgendwas gehört. Okay, Alice war eine erfolgreiche Alice? Hübsche Frau. Muss ich Brille aufsetzen, um seriös rüberzukommen? Alice, schön, freut mich, Sie kennenzulernen. Ja, ich bin Single. Du auch? Alles klar, perfekt. Das sind die richtigen Dokumente. Hatte sie zu Hause vergessen. Okay, sie entschied sich nochmal nach Hause zu gehen. Konzentration! Ernst bleiben. Wir müssen den Beruf perfekt abschließen. Als sie gerade wieder gehen wollte, okay, schau mir mal, Alice, ich bin da, ich beschütze dich. Hörte sie ein seltsames Geräusch. Da muss ich die Brille abziehen. Seltsames Geräusch, okay, Alice. Jemand wollte in ihr Haus einbrechen. Vielleicht ich. Huch. Nein, ich war es nicht. Alice rief sofort die Polizei an. Uns hat sie angerufen, Alice. So soll das sein. Holfe, jemand versucht in mein Haus einzuringen. Alles klar, Holfe, beste Hilfeschrei. Keine Sorge, wir sind auf dem Weg, Leute, die Marki Gang. Wir kommen jetzt alle, wir fahren dahin. Boom, seht ihr, wie schnell wir fahren. Seht ihr, wie verdammt gut wir in unserem Auto aussehen. Sexy, Bruder. Alice war bereit, die Tür zu öffnen, okay. Aber sie bemerkte, dass zwei Polizisten da waren. Jetzt schauen wir mal, Leute. Das ist nicht... Einer stand an der Eingangstür. Okay, das ist jetzt komisch, Bruder. Und der andere war an der Hintertür. Wer ist ein echter Polizist? Mist, wo sind wir mit dem Auto vorgefahren? Wo sind wir? Da kam doch gerade so eine Animation. Wie sah die Haustür aus? Ich habe nicht aufgepasst. Ah, ich war so sehr auf Alice konzentriert. Leute, ich würde sagen, es ist der linke, ist der rechte, ist der echte. Der rechte? Ein echter Polizist würde nicht an der Hintertür... Nein, ich habe gerade noch in letzter Sekunde gesagt, dass der echte ist. Wieso? Ich dachte, weil er dicken Bauch hat. Ich dachte, der isst Donuts. Ich dachte, der trinkt Kaffee den ganzen Nachmittag. Ey, Leute, das war so schwach. Das war so schwach von mir. Ich möchte hiermit, glaube ich, meinen Rücktritt ankündigen. Ich habe zuerst links
die richtige Antwort gesagt und in der allerletzten Sekunde bin ich auf rechts rüber geschwankt, weil ich diesen dicken Bauch von dem Mann gesehen habe und mir dachte, ey komm, ein wahrer amerikanischer Polizist isst den ganzen Tag Donuts. Ladies und Gentlemen, damit beenden wir das Ganze. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, kostenlos abonnieren, nicht vergessen, wenn ihr neu seid, einfach unter mir kurz klicken. Dankeschön für den Support, Alter. Schaut noch das, ich kann nicht mal mehr reden, schaut das letzte Video an, wo ist denn das? Hier, ich glaube hier, ne? Ja, hier, schaut das letzte Video an. Da geht es nämlich darum, dass jemand das Gleichgewicht nicht mehr halten konnte und aus sehr, sehr hoher Distanz leider runtergeflogen ist.